Ein anderer Fall. Der Fall ist brutal, der Fall schockiert. Und er ist vielleicht auch nur der Anfang. Es geht um das mutmaßliche Folterpaar aus dem ostwestfälischen Höxter und ihr Opfer, eine 41-jährige Frau. Über Wochen soll die Frau gefangen gehalten und dabei so sehr misshandelt worden sein, dass sie schließlich an den Folgen starb. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und sucht dabei auch nach weiteren Opfern des Täterpaares. Denn die Hinweise darauf, die werden immer mehr. Verschlossen, verlassen, verwahrlost. Noch ist unklar, welche Szenen sich hinter diesen Mauern abspielten. Das Paar, das hier wohnte, hatte wochenlang mit einer Frau zusammengelebt. Noch ist unklar, ob sie das freiwillig tat. Offenbar aber wurde sie so stark misshandelt, dass sie ihren Verletzungen erlag. Nur durch Zufall kamen die Ermittler dem Paar auf die Spur. Mittlerweile hat der Beschuldigte eine weitere Tat gestanden. Es handelt sich um seine Ex-Frau. 2014 wurde sie auf bestialische Art ermordet. Der Leichnam ist dann von den Beschuldigten in einer Tiefkühltruhe in dem Haus tiefgefroren worden. In der Folgezeit immer wieder in kleinere Stücke zerteilt worden, die dann in dem Kaminofen des Wohnzimmers verbrannt worden sind. Die Asche ist dann an den Straßen der Umgebung verstreut worden jeweils. Das Paar lebte abgeschottet im Dorf, nur nachts unterwegs, keinen Kontakt zu den Nachbarn. Wir haben doch mit den Leuten uns nie unterhalten können. Die hatten ja tagsüber, wenn man da vorbeikam, die Rolle hinunter. War alles zu immer. Und das war Ihnen, ist Ihnen nie verdächtig vorgekommen? Ja, mein Gott, wir haben immer gesagt, was machen die Leute, was arbeiten die denn wohl? Der Beschuldigte hatte im Internet immer wieder Kontaktanzeigen geschaltet. In freizügigen Posen suchte er Frauen für eine feste Beziehung. Mit dieser Masche war er offenbar sehr erfolgreich. Nicht nur das kürzlich verstorbene Opfer war darauf hereingefallen, auch die 2014 ermordete Ex-Frau hatte den Beschuldigten auf diese Weise kennengelernt. Weiterhin ist es auch so gewesen, dass Annika W. im Herbst 2013 dort in dem Haus in Höxter angemeldet worden ist beim Einwohnermeldeamt und im Zeitraum ihres Todes dann abgemeldet worden ist mit dem Bemerken Fortzug in die Niederlande nach Amsterdam. Fest steht, bislang gehen zwei Todesfälle auf das Konto des Beschuldigten aus Höxter. Doch die Ermittler gehen davon aus, dass noch weitere Frauen im Haus gewohnt haben. Ja, und vor rund einer Stunde haben das die Ermittler gesagt und sich öffentlich zu dem Fall geäußert und dazu, welche weiteren Hinweise sie bereits haben. Das Ganze in Bielefeld, da fand die Pressekonferenz statt, an der auch unser Reporter Peter Böhmer teilgenommen hat. Peter, Sie waren dabei, wir haben es auch gerade gehört zum Teil. Was gibt es denn für Hinweise, wenn die Ermittler sich schon öffentlich äußern, dass es vielleicht doch noch weitere Opfer gibt? Nun, die Ermittler stützen sich bisher auf vor allen Dingen die Aussagen eben der Ex-Frau von Wilfried W., Angelika B. Und die hat gesagt, dass es eben in den letzten 5 bis 6 Jahren 3 bis 4 weitere Frauen gegeben habe, die eben zusammen mit diesem Ex-Paar zusammen in dem Haus gelebt haben. Diese Frauen hätten dann aber das Haus eben wieder verlassen können. Ob sie das aus freien Stücken taten, ob sie geflüchtet sind, die Umstände sind unklar. Aber die Ermittler betonen, dass es momentan eben keine weiteren Hinweise auf mögliche weitere Todesopfer gäbe. Und dabei bei den Ermittlungen, da stützen Sie sich ja auch auf die beiden Tatverdächtigen. Wie kooperativ sind die, der Mann und der Frau? Was sagen die Ermittler dazu? Nun, die Frau ist sehr kooperativ. Sie soll ein umfassendes Geständnis abgelegt haben. Die Ermittler betonen allerdings, dass möglicherweise da noch mehr kommen kann. Der ebenfalls inhaftierte Ex-Mann von ihr, der 46-jährige Wilfried W., dagegen schiebt alles auf sie. Nach Auffassung der Ermittler allerdings ist es genau umgekehrt gewesen. Er sei die treibende Kraft gewesen. Nichts in dem Haus wäre geschehen ohne eben sein Einverständnis. Er habe seine Macht ausleben wollen er sei die treibende Kraft gewesen. Und er ist auch derjenige, der bereits vorbestraft ist. 1995 soll er schon zu 3 Jahren Haft verurteilt gewesen sein, oder ist er sogar. Was sagen die Ermittler dazu Neues? Was spielt das für eine Rolle? Ja, es ist in der Tat so, der 46-Jährige war schon mal verheiratet und soll eben seine Ex-Frau oder hat seine Ex-Frau auch übelst, brutalst misshandelt. Die Rede ist von Folter, von sexuellem Missbrauch, von Gefangennahme. Die Rede ist von Verbrennung mit dem Bügeleisen. Dafür hat er eine Haftstrafe bekommen von 2 Jahren und 9 Monaten, ist dann aber irgendwann wieder freigekommen. Ob er danach unter Führungsaufsicht stand, die ja eigentlich verhängt werden muss, das konnte die Staatsanwaltschaft heute nicht sagen. Sie hätte eigentlich verhängt werden
werden müssen. Ob sie tatsächlich erfolgte, das konnte die Staatsanwaltschaft heute nicht bestätigen. Aber wir sind gespannt, was da noch rauskommt. Da wird ja noch einiges weiter ans Licht kommen. Vielen Dank schon mal für den Moment, Peter Böhmer, nach Bielefeld zu diesem Fall, der uns bewegt und uns eben auch noch weiter bewegen wird. So viel ist schon mal klar. Und auf unserer Nachrichtenseite auf heute.de, da fassen wir deshalb immer wieder das Neueste für Sie zusammen und sortieren auch alle Hintergründe und Fakten und jede Menge andere Nachrichten. Klar, die gibt's dort natürlich.